BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Nach den schweren Attacken auf zwei Polizisten am Wochenende will Innenminister Reinhold Gahl, SPD, diese unter anderem durch die Ausstattung mit sogenannten Bodycams besser schützen. Durch die Kameras am Körper sollen Angreifer abgeschreckt und später zudem besser identifizierbar sein. Noch in diesem Jahr soll ein Pilotprojekt gestartet werden. Solche Cams gibt es jetzt bereits in Rheinland-Pfalz. In der Nacht zum Sonntag waren im Kreis Schwäbisch Hall ein Polizist von drei Männern auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt worden. Zudem hatte am Samstag ein 19-Jähriger in Villingen-Schwenningen einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Angesichts der rasant ansteigenden Flüchtlingszahlen fordert die CDU-Fraktion im Landtag jetzt die schnelle Aufnahme von Albanien, Montenegro und Kosovo in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten. Für den Übergang wollen sich die Christdemokraten außerdem für die Wiedereinführung der Visapflicht für die Westbalkanstaaten stark machen. Diese Forderungen sind Teil eines ganzen Forderungskatalogs, mit dem sich die CDU jetzt, zwei Wochen vor dem baden-württembergischen Flüchtlingsgipfel, an die grün-rote Landesregierung gewandt hat. Die hat die Vorschläge bereits als ins Leere laufend zurückgewiesen. Rund 52.000 Flüchtlinge werden laut Integrationsministerium bis Ende des Jahres nach Baden-Württemberg kommen. Angesichts der jetzt schon hoffnungslos überfüllten Landeserstaufnahmestellen bedeutet das eine enorme Herausforderung für Politik und Gesellschaft. Eine Herausforderung, der Grün-Rot, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Wolf, schlicht nicht gewachsen sei. Ein Aktionsplan fehle, bis heute schaffe es die Landesregierung nicht, einen schnellen Zugang zu Integrationsmaßnahmen zu ermöglichen. Und die Landesregierung hinkt in gleicher Weise hinterher, wenn es darum geht, den Menschen, die aus Staaten zu uns kommen, in denen nach allem, was wir wissen, politische Verfolgung eben nicht stattfindet, diesen Zuwanderern binnen kurzer Frist die notwendige auch Antwort zu geben und sie zeitnah in ihr Heimatland zurückzuführen. Doch die CDU hat ein Konzept entwickelt, mit dem sie diese Versäumnisse korrigieren möchte. Herzstück der Überlegungen ist die Einrichtung von sogenannten Landeskompetenzzentren für Asyl und Flüchtlinge. Diese Landeskompetenzzentren sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie alle Zuständigkeiten von der Erstaufnahme bis gegebenenfalls zur Rückführung, dass sie alle Zuständigkeiten unter einem Dach bündeln. Damit gehen sie auch noch über die früher eingerichteten Bezirksstellen für Asyl hinaus. Für die Kommunen bedeutet das eine wesentliche Entlastung. Und dieser sollen nach Willen der CDU noch weitere folgen. Zum Beispiel, wenn es um ein Entgegenkommen bei der ab dem nächsten Jahr erhöhten Mindestwohnfläche oder die Kostenabdeckung gehe. Die Pauschale des Landes an die Kommunen zur Unterbringung der Flüchtlinge muss jährlich überprüft und entlang der tatsächlich entstandenen Kosten angepasst werden. Und die zusätzlichen Bundesmittel in Höhe von 130 Millionen Euro müssen 1:1 auch bei den Kommunen ankommen. Neben den Forderungen an die Landesregierung haben die Christdemokraten aber auch konkrete Forderungen an den Bund. Taschengeld für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern abschaffen, zeitnahe Aufnahme weiterer Staaten in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten und zeitweise Wiedereinführung der Visapflicht für die Staaten des Westbalkans. Aktuell, so Wolf, machten Asylsuchende und Flüchtlinge aus Staaten dieser Regionen einen erheblichen Anteil der Einwanderer aus. Und das, obwohl sie alle keine Aussicht auf Anerkennung hätten. Durch das Visasystem könnten die Einreisen vorübergehend reguliert werden. Die Regierungsparteien haben die Vorschläge indessen bereits zurückgewiesen. Die Forderungen seien entweder aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erfüllbar oder, wie im Falle der LEAs, bereits umgesetzt, so Integrationsministerin Bilkay Öney. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Schmiedl warnte vor Einrichtung von Riesenlagern, die weder den Erwartungen der Flüchtlinge noch den Erwartungen der Bevölkerung gerecht würden. Angesichts der hohen Zahl an Toten und schwerverletzten Motorradfahrern im Straßenverkehr hat die Polizei Reutlingen zusammen mit dem ADAC und anderen Organisationen an der Zwiefalter Steige am Sonntag einen Aktionstag gestartet. Auf der bei Motorradfahrern überaus beliebten, aber brandgefährlichen Strecke informierten motorradfahrende Polizeibeamte unter anderem in einer mobilen Box virtuell über mögliche Gefahren beim Rasen durch zu hohe Geschwindigkeit sowie durch riskantes, die Verkehrssituation nicht richtig einschätzendes Fahren und einen unterschätzten Bremsweg. Vor allem ältere Fahrer hätten sich dabei interessiert gezeigt.
Auch viele Wiedereinsteiger hörten sich demnach die Warnungen an. Besonders aber junge Fahrer, die zu einer der Hauptrisikogruppen gehören, hätten sich eher reserviert bis skeptisch über die Aktion gezeigt. Der Landesrechnungshof fordert das Land auf, die Prüfabläufe für EU-Agrarförderungsgelder zu überprüfen. Bei den Kontrollverfahren der gestellten Anträge seien 2013 rund 800 Bedienstete damit beschäftigt gewesen. Dabei seien 76 Millionen Euro Verwaltungskosten entstanden. Das mache rund 13% an den dann eingeholten Forderungsbeträgen aus. Dabei hätten sich letztlich aber nur 0,6% der Anträge als korrekturbedürftig herausgestellt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Stadtgeschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elsach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elsacher Künstlers Erwin Krumm. Geöffnet ist immer samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie waren erbitterte Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime, die Brüder Berthold und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Ihr Leben und Wirken steht im Mittelpunkt der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss in Stuttgart. Täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr können die Besucher einen Abstecher in eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte unternehmen. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt.